Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts stelle ich dir die neuen Außenleuchten von Schneider Electric vor. Vor allem in der dunklen Jahreszeit wünschen sich viele Kunden, dass um ihr Haus herum eine gewisse Helligkeit herrscht, sei es damit man den Weg vernünftig findet oder um auch Einbrecher abzuschrecken. Die beiden Varianten von Schneider Electric sind für verschiedene Zwecke eigentlich ausgelegt. Die kleine Variante eher für den Heimbereich, den Residential-Bereich, und die große Variante geht dann doch schon eher in den Commercial, also sprich den Gewerbebereich hinein. Die kleine Variante gibt es in den Größen 30, 50 und 100 Watt. Die große Variante gibt es dann ab 150 auf 200 bis 300 Watt. Schauen wir uns jetzt mal zunächst die kleine Variante näher an. Von der Haptik her wirkt die Leuchte extrem hochwertig. Es ist ein Druckgussmaterial, sage ich mal. Angeschlossen auf der Rückseite ist ein ungefähr 50 cm langes Anschlusskabel, was mit dem Scheinwerfer fest verbunden ist. Hier muss halt eben dann beiseits eine Abzeigdose vorgesehen werden, in die das Kabel dann angeschlossen werden kann. Auf der Vorderseite, man sieht es jetzt ein bisschen schlechter, jede Menge LED-Chips, die dafür sorgen, dass die Leuchte die angegebene 5000 Lumen realisieren kann. Das hier ist jetzt in dem Fall der 50 Watt Scheinwerfer, der mit IP65 eigentlich allen Witterungen trotzen kann, mit einem CRI von 80 auf jeden Fall nicht schlecht ausgestattet ist. Die Lichtfarbe liegt bei 4000 Kelvin, also einem neutralen Weiß. Das sollte eigentlich auch für den normalen Hausgebrauch ausreichen. Gehen wir nun mal zu dem größeren. Der ist schon deutlich schwerer. Da ist auch ein bisschen Werkzeug noch mit am Start. Ja, das ist schon ein ganz anderes Kaliber. Moreva Light 200 Watt in dem Fall. Dicke Kühlkörper auf der Rückseite, auch hier ein ungefähr 30 bis 50 cm lange Anschlussleitung. Wie man auch hier sieht, ein Haufen LED-Chips zur Ausleuchtung. Ja, der große Scheinwerfer hat eine Helligkeit von 20.000 Lumen, also da kommt richtig Licht raus aus dem Scheinwerfer. Im Vergleich zu der kleineren Variante ist er aber mit einer Farbtemperatur von 6.500 Kelvin doch relativ kalt. Man merkt schon, dieses Gerät ist eher dafür ausgelegt, im Außenbereich von Bürogebäuden die Umgebung hell zu machen. Ein Abstrahlwinkel von 110 Grad, man kann ihn also dann wirklich nutzen als Flutlicht. Und ja, wie gesagt, mehrere Leistungsstufen, das hier ist die mittlere Variante. Die sorgen dafür, dass da auch genügend Licht rauskommt und alles rings um das Gebäude hell gemacht wird. Ja, grundsätzlich, beide Geräte von Schneider Electric machen einen extrem überraschend guten Eindruck. Man würde jetzt nicht glauben, dass ein Hersteller wie Schneider auch im Bereich der Beleuchtung so aktiv wird. Ein Vorführen der Beleuchtung innerhalb der Kamera macht jetzt nicht so viel Sinn, man würde nicht sehen, wie viel da rauskommt. Aber verglichen mit anderen Herstellern und Produkten am Markt kann man auf jeden Fall sagen, dass diese beiden Leuchten hervorragend arbeiten und ihren Dienst für den Preis, was sie bei uns im Shop kosten, auf jeden Fall sehr gut verrichten. Wenn du Fragen hast zum Produkt, wenn du Fragen hast zu der Moreva-Serie von Schneider Electric, komm gerne auf uns zu, schreib uns oder ruf uns einfach an.